Hallo, meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paper Mario, der Origami King. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario, bei mir, dem Shining Mario. Nein, nur dem Shining. Okay, wir kriegen hier nochmal ein Heal vor dem Bossfight, der uns hier erwartet. Und natürlich speichere ich ab, weil der Bossfight wahrscheinlich wieder 20 Minuten dauert, weil er irgendeinen Abfuck wieder hat. Entschuldigung, ich muss hier kurz zensieren. Aber die Bosskämpfe werden bei dem Spiel halt immer nerviger und nerviger. Da ist es, das Ende der grünen Luftschlange. Wir haben es geschafft. Bis ganz zum Schluss. Das ist die allererste Luftschlange. Allerletzte Luftschlange. Wir sind halt echt fast am Ende des Spiels, Leute. Ich weiß auch nicht, ob es nach diesem Kampf auch wirklich vorbei ist. Auf jeden Fall, da ist Bowser, den müssen wir auch noch retten. Vorsicht! Bedankt euch bei mir. Ja, danke. Meisterschere. Das zweischneidige Schwert. Schere. Elegant ausgewichen. Kompliment. Es wäre ja schade, wenn ich die Sache abgeschnitten hätte, ehe sie wirklich beginnt. Hier, ich lasse euch mit meinen kleinen Lieblingsspielen. Zeigt mir, wie viel Schneid ihr habt. Was bist du denn? Das sind ja... Hat die Schere dieses Ding aus den Gesichtern von Leuten gemacht? Ich kann gar nicht hinschauen, wie furchtbar. Vor allem, wie furchtbar muss das für die sein? Jetzt müssen die sich alle gegenseitig ertragen, kommen nicht voneinander weg. Gefällt euch meine kleine Bastelei? Wundervoll. Ach, welch famoser Lärgenplatz. Ne, Logenplatz. Bin schon gespannt, wer von euch am besten abschneidet. Ah, okay, das ist so eine Art Kampf. Muss mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit das zerschlagen. Aua. Ich weiß zumindest, wie ich kämpfen muss. Die Roten, die kommen richtig angecharged. Also den muss ich ausweichen. Oder ich muss sie im Flug treffen. Natürlich auch eine Möglichkeit. Ich versuche mal einen Flug zu treffen. Ich hab's versucht. Was wurde da gerade auf mich geschossen? Ich hab's nicht mitbekommen. Okay, da kommt wieder der Rote. Der platzt natürlich in meinem Gesicht. Da ist Kamek. Mario, ich bin's, Kamek. Dieses verschnipselte Ungetüm hat mir meine Zauberkräfte gestohlen und setzt sie gegen dich ein. Das ist natürlich mies. Du liebe Zeit, das Monster bereitet einen meiner mächtigsten Zaubersprüche vor. Kannst du nicht mein Gesicht von diesem Scheißteil ablösen? Das würde es gewiss schwächen. Weiche den Zauber aus und reiß mein Gesicht von ihm ab. Ganz gleich, wie albern das auch klingen mag. Tu es. Ja, ich versuch's umzusetzen. Ich hab's geschafft. Und runter mit Kamek. Das wollte es gewiss nicht. Ich geb mir mal einen Pilz. Aber wir wissen, wie wir es machen müssen. Okay, jetzt schießt er mehrfach. Runter damit! Ja, muss man mehrmals machen. Jetzt schießt er wahrscheinlich dreimal. Okay.
Okay, ab damit! Doch nicht! War zu langsam. Ich muss auch versuchen, dabei näher ranzukommen. Damit ich direkt von Anfang an dran ziehen kann. Okay, Kamek ist ab. Bravourös! Nun ist es nur noch ein einfaches, gewaltbesessenes, massiv mächtiges Megamonster. Kümmere dich rasch darum, ja? Ja, wie hießen nochmal diese richtig festen Koopas, die man einfach nicht kaputt machen konnte? Ich komme gerade nicht auf den Namen von den Dingen. Easy! Easy! Bestimmt fällt es mir ein, nachdem ich es nachgeguckt habe. Wie das schon klang, natürlich fällt es mir erst dann ein. Ich hau mir dann gegen den Kopf, wollte ich sagen. So, ein Heal. Das war der leichte Teil. Denk an die Schere. Bildet euch nichts ein. Jenen schlafenden Schnipsel fehlte einfach die nötige Grammatur. Doch falls ihr Stumpfköpfe denkt, ich würde euch verschonen, dann habt ihr euch geschnitten. Ja, diese Wortspiele. Daraus besteht Paper Mario Origami King aus Wortspielen. Ungeschoren kommt ihr hier nicht raus, damit doch klar ist. Doch wir wollen nicht überstürzen, oder? Erknicken wir uns doch ein wenig, ehe ich euch zusammenstürze. Weil ich so großzügig bin, trete ich mit einem kleinen Handicap ab. Passt auf. So, diese Höhle beschneidet meine Möglichkeiten enorm. Nun solltet selbst ihr eine Chance haben. Solltet ihr jedoch im Laufe unseres Duells meine schöne Höhle zu sehr beschädigen. Verstoß gegen das sportliche Duellverhalten. Verstößt werden in einschneidend bestraft. Kapiert? Also ich muss verhindern, dass die Höhle kaputt geht, oder wie? Oder muss ich gerade das anzetteln? Einfach 100 aufgeben, damit ich den Weg sehen kann, wenn ich laufe. Das macht das Spiel wesentlich leichter bei solchen Kämpfen. Und es empfiehlt sich halt auch einfach, dass man das macht. Halt allein schon, um zu wissen, wo man langläuft. So, gönne ich mir. Und Rest ist egal. Extreme Warnung. Auf keinen Fall die Hülle zerstören. Stets gut gezielt anbringen. Ja, ich will es ja greifen. So, was kann ich denn jetzt überhaupt greifen? Höchstwahrscheinlich da oben rein. Ich habe sie direkt in der ersten Runde kaputt gemacht. Oh, armselige Nachen, ihr habt meine Höhle vernichtet. Ich hatte euch gewarnt. Haha. Meine Klingen sind frei und sie dürften noch frischen Wasser getränkt von eurer Frisch. Das kann ich doch bestimmt nicht abwehren. Alberner Zierat, fort damit. Je rein und makloser mein Schlachtfeld ist, desto besser. So viele Felder weg. Schnipp, Schnatt, Schnittgefahr. Gleich kommt mein ultimativer Angriff. Der glatte Durchschnitt. Ich denke mal, das ist ein One-Hit. So, wie immer. 100 abgeben. Wie gesagt, es empfiehlt sich zu 100% einfach 100 abzugeben. Ist es kein massiver Verlust. Allein schon, um zu wissen, wo man eigentlich lang rennt. Okay.
Ich denke mal, ich kann das noch dazwischen schieben. Im glatten Durch kannst du nicht abblocken. Drücke im richtigen Moment A, um drüber zu hüpfen. Okay, drüber hüpfen ist die Devise hier. So, ich krieg meine Felder wieder. Sagen auf der Eisenstiefel, damit müsste ich doch eigentlich drauf hüpfen können. Okay, nicht hüpfen. Okay, Leute, wir haben hier einen zweiten Run. Ich habe meinen 1-Up-Pilz noch. Ich habe schon vom ersten Run wahrscheinlich einiges weggeschnitten. Ich weiß nicht, welche Perga macht gegen den was hilft, aber ich habe sie jetzt. Ich versuche es mal mit der Eis. Wer weiß, vielleicht bringt es ja was. Wir werden sehen. Ich verwende auch stets die Kisten. Na dann, let's go! Im Übrigen, ich habe beim zweiten Run auch normal angegriffen und diesmal das Ding nicht kaputt gemacht. Der zieht das Ding einfach so auch raus. Also es ist vollkommen egal, wie man ihn bekämpft. Ja, einfrieren ist die Methode. Dann ist er handlungsunfähig. Und dann kann ich ihn wahrscheinlich zerschlagen. Weil er kann sich ja dann nicht mehr wehren. Ich könnte natürlich auch die Feuerpergamacht benutzen. Auf jeden Fall. Perga. Ach komm, ich nehme Feuer. Fries. Fries das? Ach nee, das ist Wasser. Aber Eis hilft gegen den. Wasser wahrscheinlich weniger. Ja, Wasser macht überhaupt nichts. Muss hoffen, dass er mir das Eis nicht kaputt macht. Bitte. Weil die kommen nämlich merkwürdigerweise nicht zurück. So, ich muss Eis einsetzen, damit er nichts machen kann. Und danach versuche ich ihn einfach zu verprügeln mit dem Faltarm. Wasser wissen wir ja jetzt schon, dass es nichts bringt. So, das dahin. Und das dahin. Ich habe komischerweise keine Kiste. Ich weiß, dass ich es nicht abblocken kann, aber ich kann ihn einfrieren, dann kann er nichts machen. Also Eis bringt richtig viel gegen den, falls ihr dazu kommt, es einzusetzen. Ich hatte ja beim ersten Mal das Pech und es war direkt weg und kam nicht mehr wieder. Das war so mega ätzend. Tiefgefroren und bewegungsunfähig. Diesen Text mag ich. So. Das kann aus dem Weg. Das da drauf und mehr brauche ich auch nicht. Weil die Faltarme reichen weit genug. Wenn die Schere eingefroren ist, hast du die Gelegenheit, ihr einen zünftigen Faltarmangriff zu verpassen. Das ist auch die einzige Art und Möglichkeit, wie man den wahrscheinlich gut besiegen kann. Einfrieren und dann volle Lutsche drauf prügeln.
Jawoll. Zu Tode geprügelt. Jetzt reicht es auch aus, wenn ich mit dem Hammer drauf hau. Und natürlich machen wir es anständig und finishen es mit Eis. Oh, ich habe zu wenig, glaube ich, geworfen. Und dann bimmelt wieder mein Telefon. Das so. Das so passt. Ja, das drüber hüpfen, das kostet einen massiven die Nerven. Es empfiehlt sich, ihn einfach einzufrieren. Das macht das Leben deutlich leichter. Das Eisberger-Menton ist einfach OP. Und tschüss. Wenn ich 5 Minuten jetzt rausgekattet habe. Na, wie hat dir das gefallen? Hast du jetzt genug? Wenn mein Freund Mario unterschätzt, den tusten wir zurecht. Jawohl. Na du? Und kaputt ist es. Als ob sie sich dadurch selbst zusammenfügen. Jetzt müssen wir noch das finden, was Bowser so zusammengefaltet hat. Und natürlich auch auslöschen. Vortrefflich, Mario. Ich bin wieder ganz der Alte. Mein kostbares Zauberzepter inklusive. Vielleicht bist du ja doch nicht so klein und doof und blöd und stinkig, wie Papa immer sagt. Dann brauchen wir jetzt nur noch die grüne Luftschlange abzuhängen. Machen wir es am besten wie immer, mit einem großen Hammerschlag. Ja, Leute, das spare ich mir aber fürs nächste Mal auf, weil ich mir gut vorstellen kann, dass danach direkt was passiert. Deswegen machen wir hier einen Cut. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns an diesem Punkt beim nächsten Mal. Tschüssikowski!